So bin wir da. Erstmal wegmachen, ich will wieder Vollbett haben. Ah, okay. Wenn ihr mit Hilfe eurer Talente neue Fertigkeiten oder Bonustalente erhaltet, könnt ihr unter Fähigkeiten die Konfiguration eurer Fertigkeiten und Bonustalente verändern. Seid flexibel mit euren Fähigkeitskonfigurationen, um Stufen zu meistern. Uff, klingt kompliziert, okay. Gleichzeitig könnt ihr eure Attributpunkte beliebig verteilen, um Werte wie zum Beispiel helles LP zu erhöhen. Okay. Oh, what is this feeling? My body feels normal. It should be fine, right? Ein Markierungsstein, ja, okay. Ausruhen verlassen, okay. Benutzbar? Was ist das? Astral-Zauberrät verleiht Waffen und aufgeladene Bomben das Astral-Element. Markierungsstein. Platziert alle Markierungen am ausgewählten Ort. Eine Markierung kann wieder gelöscht werden, indem ihr die Kamera darauf richtet und die Interagieren-Taste drückt. Ein speziell angefertigtes Stück Magirit der Nordwendlegion. Nur der Benutzer, der diesen Stein einer Markierung zugewiesen hat, kann sie wahrnehmen. Er hilft den Kriegern der Legion, sich auf ihren Missionen zu orientieren. Okay. Tagebuch. Außenwand. Oh mein Gott. Okay. Das kann ich nicht lesen. Ach, so Textanzeigen kann ich. Im Namen des Windes, wie bin ich in der Wildnis Bewusstes geworden? Papa wäre enttäuscht, wenn er jede von erfahren würde. Ich muss mich zusammenreißen, ich kann das schaffen. Waffen sind für uns von der Nordwendlegion von größter Bedeutung. Jedes Stück ist verzaubert. Sieht so aus, als hätten diese Tierchen einen ausgezeichneten Geschmack. Okay, meine Halskette. Hat sie auf den magischen Apparat reagiert oder sich mit ihm verbunden? Sie ist ein Familienerbstück, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Was ist hier los? Okay, das sind Archive, habe ich da Gegenstände, Schriftstücke. Oh Gott, was kann ich denn da alles in der Sommer be- Ah ja. Wait. Naja, okay, ich habe noch die Spielaufzeichnung. Tode null, Kills null. Oh, interessant. Okay. Es gibt insgesamt 112 Schatztruhen. Ah, okay. Entwürfe, 301 Schriftstücke. Och, du meine Güte. Das ist sehr viel. 60 Echos. 8 inspirierte Lieder, okay, erfasste Questgegenstände. 45 Stellarsphären, okay. Interessant. Und meine Gesamtspielzeit wird hier auch angezeigt. Profil. Outfit? Okay. Dass ich hier schon so viel habe.
FSR und ASPER, was ist das dann? Fertigkeitsschadensrate. Rate, mit der ihr zusätzliche Schaden durch eure Fertigkeiten verursachen könnt. Astralpunkte Regeneration. Rate, mit der ihr zusätzlich SP durch normale Angriffe erhalten könnt. Okay. Präzision. Erhöht diesen Attribut, um den Schaden unterschiedlicher Angriffe zu erhöhen. Kondition, ja. LP in Arc gibt's auch. Arkan erhöht diesen Attribut, um ein SP Regeneration und Fertigkeit Schadensrate zu erhöhen. Okay. Viel. Habe ich irgendwelche Fertigkeiten? Talentpunkte. Lernen bestätigen. Ja? Ach so. Stummer hören. Okay. I don't know. Staubfänger ran. Der und so. Magischer Edelstein. Martin dafür. Okay. Dieses Schatz hier gern. Ah, Sternstopp ist dann sowas wie meine Erfahrung oder so. Naja. Wie gibt's hier? Okay. Bonustalente. Hat er neu fahren. Schutziger, okay. Interessant. Sieht da auch meine Stufe? Schmuckstück. Stufe 1, okay.
Alter, Angriffskraft leid. Was wird mir da? Okay. Kann die nicht. Ja, nee. Interessant. Also, ich hab Schwert und Schild und Hammer. Okay. I guess hier geht's weiter. Ja, von da bin ich gekommen, oder? Nee, da geht's weiter. Der gefallene Stern. Nach der Untersuchung des Außenrandes ist eines klar geworden. Afes ist jetzt ein gefallener Stern, eine verlorene Stadt. Nachdem ich den dichten Wald hier überall gesehen habe und die Überreste so viele Mörder gerne einbringen, was? Bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Tatsache zu akzeptieren. Auch wenn es mir schwerfällt. Sie dachten, ihre Reise nach Afes würde ein Abenteuer sein, eine Schatzsuche. Sie dachten, die Stadt wäre eine Schatzkammer, die geplündert werden würde. Doch leider lagen sie falsch. Sie haben das große Afes unterschätzt. Zu der Zeit befahl der Achon die Zerstörung der Brücke, die in die Stadt führt, um die Eindringlinge aus Kandal aufzuhalten. Die zerstörten Mauern, in denen ich dieses Tagebuch schreibe, sind der Beweis dafür. Die meisten wurden von den Bestien im Außenrand bei lebendigen Leibe verschlungen. Die wenigen, die es durchschafften, erlangen den Fluch. Okay. Zwei davon oder was? Schriftstücke. Ja. Davon gibt es über 300 Stück. Nee, habe ich das jetzt richtig geschaut? Spielaufzeichnung. Schriftstücke. Ja, da gibt es 301 Schriftstücke. Okay. Da habe ich ja viel zum Vorlesen. Geschenk des Nexus. Was ist das denn? Okay. Was darf ich darunter jetzt vorstellen? Wie bekomme ich die? Auf jeden Fall gibt's da Outfits. Okay. Da bin ich von da oben gekommen. Ich bin jetzt ein bisschen orientierungslos. Das ist wieder ein anderer Weg, oder? Da geht's jetzt nicht zurück, oder? Doch. Ah, da ist es wieder. Ah, das ist ein Gegner. Ah, was hat Bob? Okay, ich glaube, ich habe mich wieder gefunden. Good job.
egal, ich gehe weiter. Ziel fokussieren. Okay. Pferdekarten einsetzen. Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr das bald mit deinen Pferdekarten verwenden. Ihr verbraucht allerdings Astralpunkte, wenn immer. Okay. Wow, okay. Up and find my weapons. Staff, spear, bracelets, and my daggers. All right, I've got them all back. Waffen ausrüsten. Nachdem ihr alle Waffen gefunden habt, könnt ihr im Menü die Konfiguration der Waffen oder Gegenstände jederzeit ändern. Okay. Waffen ausrüsten. Hier kann jede beliebige Waffe auf der Waffenseite ausrüsten. Probiert sie aus und findet eure Lieblingskombination. This will make getting to Aphis much easier. Magische Wunder. Tagebuch, oder? War das ein Tagebucheintrag? Endlich habe ich alle meine Waffen zurück. Zum Glück sehen sie nicht beschädigt aus. Ich könnte Aphis niemals betreten, wenn ich nicht voll bewaffnet wäre. Okay, Profil. Okay. Schwert und Schild. Hammer. Speer. Stab. Armreife. Die magische Ladmine. Wie sieht das denn aus? Okay. Interessant. Zwei Samen. Oh, ich habe schon 19, okay. Wie viel hat das jetzt? Oh, halt mich das komplett. Nee, nicht ganz. Interessant. Tagebuch eines Ausreißers. Das zweite? Was? Verdammt, diese Wächter hätten nicht nutzloser sein können. Von einem Krokodil gefressen, ausgerechnet. Grauenhaft. Wie auch immer, was war das eigentlich für ein feuerspuckender Monster? Feuerspuckendes Monster. Das ist eine solche Bestie habe ich noch nie zuvor gesehen. Gepriesen seien die drei. Wenn das Monster und das Krokodil nicht so miteinander beschäftigt gewesen wären, wäre ich jetzt tot. So kann es nicht enden. Ich bin ein Aristoi. Ich werde hier nicht sterben, nicht so. Aristoi, okay. Du bist das erste? War hier auch noch was? Ja. Hab ich da schon. Habe ich da was übersehen? Anscheinend. Ja, komm, will ich alle Schriftstücke einsammeln? Ich muss mich da spielen erstmal. Das sind Gegner, warum komme ich da nicht dran?
da irgendwie eine Möglichkeit, um weiter zu springen? Was habe ich hier jetzt zurückgelassen? Lol. Durch, Gleitung der Sausäugung. Ja, okay, das ist das, was ich gerade gesehen habe. Was machen wir mit L2? Oh, oder kommt das von den Nanoräufer? Magische Landmine. Ah, okay. Ja, okay. I see, okay. Okay. Ich hab's gesehen. Okay, mit R2 springe ich. Mit R1 kann ich so ein Fertigkeit verwenden. Okay. Mit 4 greife ich mit der einen Waffe an, mit der anderen Waffe. Gut. L1 ist die Technik von der ersten Waffe und L2 ist dann die Technik von der zweiten Waffe. Okay. Ich hab's verstanden. Wie komme ich da jetzt ran? Gar nicht. Oder kann ich später irgendwann mal weiterspringen? Kann ich nicht kaputt machen. Aber da ist noch was. Salve. Weißt du, die Reihenfolge verwirrt mich schon ein bisschen gerade. Von den Schriftstücken. Weil das erste, was ich bekommen habe, war Sonnenbefehl der Legion. Dann kam der gefallene Sterne und danach Tagebuch an das Ausrüstung 2. Also fehlt mir daran. Habe ich da am Anfang noch von Schriftstücke gesehen? Ich guck jetzt nur noch. Ne? Oder ist es in der Truhe dran? Ah, jetzt könnte ich das eigentlich auch machen. Mit meinem Geschenk des Next. Ach, sowas ist das, okay. Sternidia-Fragment. Oder was? Naja. Für die weitere Verarbeitung verwendet. Okay, Quest. Fahr das Abschiedsbrief. Okay. Ein Abschiedsbrief von Harold an seine Tochter Hilda. Liebe Hild, dich aufwachsen zu sehen und Zeuge der helleren Straße zu werden, ist der einzige Trost, den ich in der dunklen und trostlosen Welt habe, die mich unzählige Male verletzt hat. Auch wenn du noch nicht ganz unabhängig bist, fühle ich dein Durchhaltevermögen in deinen Schritten, deiner Lebenskraft, in deinen Rufen und deiner Hoffnung und Entschlossenheit in deinen Augen. Ah, okay, es geht noch weiter. Und doch kann ich dich noch nicht an dieser Operation teilnehmen lassen und rechne diesbezüglich auch nicht mit deinem Verständnis. Ich hoffe, du weißt, dass ich aus meiner Pflicht als Kommandant heraus handle und nicht aus meinem persönlichen Selbstrückhalt als Vater. Da die Mission in Affis kein Zurück erlaubt, brauche ich Elite-Kriege keine Kinder, die noch nicht reif genug sind. Hast du noch etwas Zeit, um an deinen Fertigkeiten zu arbeiten und dein besonderer Mensch zu werden. Meine Instinkte sagen mir, dass dies ein entscheidender Zeitpunkt für dein Wachstum ist. Es ist nach reiflicher Überlegung die beste Antwort, die ich dir geben kann. Ich hoffe, du erinnerst dich an meine Ratschläge, denn wenn du in Zukunft mit deinen eigenen Dilemata
Dilemma oder ein Dilemmata? Okay, komisch. Konfrontiert ist doch gut. Dein dich liebender Vater Harald. Okay. Das hier kann ich nicht mehr machen. Irgendwo ist da noch ein Schriftstück. Ja. Ich muss hier noch mal. Ah, vermutlich bei der Verfolgung, oder? Was ist der Hitzigste? Das ging jetzt automatisch rein. Wo sind wir? Da sind wir, glaube ich, ja. Reprieve. I remember I suddenly lost consciousness right as I jumped down. Forget it. At least I'm all right now. I better finish my mission first. Okay. Kann ich das jetzt nochmal überprüfen? Forget it. At least. Ja, da fängt's an, okay. Merkwürdig. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nein, was bringt mir das Springen, wenn ich dann nicht irgendwo hinkomme dann? Kann ich nicht gerade kaputt schlagen. Anscheinend nicht. Naja, gut. Ja, verwirrt man jetzt schon ein bisschen gerade. Überhaupt springen kann, und wäre das eigentlich dann auch natürlich Sprint, weil ich dann eh normal mit X mich hochklettern kann. An Orten, ja, kleine Orten, also ich leicht hochkriegen kann. Was bringt mir das Springen dann? Das habe ich das schon, oder? Tagebuch eines Ausrisses 3. Okay, dann fehlt mir aber eins doch was. Ich muss Affis verlassen. Je schneller, desto besser. Das hier ist eine verfluchte Stadt. Menschen drehen durch und Tiere verwandeln sich in Monster. Ich habe nicht einmal die Möglichkeit, den magischen Gegenstände zu verwenden, die ich vorbereitet habe. Ich werde mich Richtung Küste aufmachen. Man sagt, der Ort sei weiter von den Göttern der Sterne entfernt als jeder andere. Und dort gibt es eine Unterwasserstadt voller Magie. Dort kann ich bestimmt etwas finden, mit dem ich den Fluch in Affis bringen kann. Ich muss dann mehr auch immer da draußen. Bitte helft mir. Okay, cool. Niemand wollte Affis verlassen, aber hat sie sein Gepäck und seinen Brief zurückgelassen? Okay. Jetzt. Das war's, oder? Ja, das stimmt jetzt mit der Reihenfolge, okay. Ja, das war der eine Bericht, den habe ich anscheinend übersehen. Gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie wichtig ist, aber ist schon irgendwie interessant. Also die Musik auf jeden Fall. Mal schauen. Gott. Falsch ab. Naja, komm, ich ruhe mich mal aus. Oh, ich habe mich nicht ausgeruht. Okay. Ja, nee, ich muss jetzt schon mal kurz drücken. Ja. Das reicht, wenn ich damit interagiere, aber ich muss auch auf Aus rumdrücken. Ist der weiße Strich da über mein Leben, meine Erfahrung? Das wird nie wieder da sein, ja. Ah.
Wow, ich kann nur hochspringen, aber dann nicht weiter. Okay. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Jetzt hatte ich das auch. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Bisschen verwirrend gerade. Wo geht's? Oh, ach, da bin ich jetzt. Kann dich weiter verfolgen. Ist denn Alex der wichtiger Gegenstand? Okay. Er ist benutzbar. Gewährt Dauer auf deinen zusätzlichen Attributpunkt. Das Morgenstern-Elixier ist ein spezieller Trank, der die physischen Fähigkeiten des Trinkens stärken kann. Das ist wie Nektar und selbst in Fest ein extrem seltener und wertvoller Gegenstand. Es wurde vom Haus Morgenstern entwickelt, das über viele Jahre Alchemie studiert und zahlreiche Errungenschaften auf dem Gebiet der Medizin erzielt hat. Allerdings war die Formel des Elixiers schon immer ein gut gehütetes Geheimnis. Der Legende nach beinhalten die Zutaten einer seltenen. Okay. Beinhalten die Zutaten ein seltenes Kraut, das nur die Messfüchse von Affis finden können. Vielleicht ist dies die Erklärung dafür, warum Haus Morgenstern nach wie vor Tolmos-Füchse züchtet und abrichtet, oder warum die Kreaturen zu versetzen auf Morgenstern existieren sind. Okay. Andere Boostpoint. Okay, cool. Könnte wichtig werden. Gut. Habe ich jetzt falsch schon bekommen? Oh, what?
angemacht. Ein Goldstück habe ich bekommen. Okay. Na, das ist noch so einer. Bin ich hier? Ah, okay, ich bin da oben jetzt. Ah, okay, I see it. Was hat die noch mal für Waffen? Speer und Stab. Hammer. Mit mehr Schaden. Stehst du so dran? Aufgeladener Strahlen. Ja, schießt konzentrierte Magie aus der Spitze des Stabs und Feinden aus der Ferne Schaden zuzufügen. Die Angriffsreichweite der aufgeladenen Strahlen ist weitaus höher als die der magischen Geschosse einer normalen Angriff ist. Okay. So. Und das Speer noch. Technik parieren hat sie hier. Okay, das ist okay, interessant. Ja. Super. So, jetzt frage ich mich allerdings, ob sich was von dem Moves ändert, wenn ich die Waffen wechsle.
Interessant. Dahin. Oh mein Gott, ey, ich glaube, ich sollte hier nicht hin. Naja. Der richtige Weg. Aber sollte ich jetzt das echt riskieren? Der sieht schon ein bisschen brutal aus. Whoa, it's coming this way. What?
andere Sonne ist. Das funktioniert dann irgendwie nicht so wirklich. Überlebe ich das überhaupt? Das durchzulaufen. Ja, aber das macht massiv Schaden, ey. Und ich bekomme noch mehr Schaden ab. Oh. Okay. Ein beschädigtes Silberschmuckstück. Okay. Muss ich dafür Kisten aufmachen oder was? Viel Erfahrung. Wow, it's coming this way. Ja, jetzt ist es zu spät, ey. What the fuck is this? Meine ganzen Heiltränke dafür verschwende, Alter. Das ist wirklich so gut ist, ja. Ey.
Fenster an und auf. Getötet wieder. Was war das gerade? Okay. Karte Infos. Ja, und ich würde meine okay. Ich habe maximal meine okay. Das wird dann einfach nachgefüllt. I don't know. Da habe ich dann jede Menge. Okay, anscheinend habe ich das noch nicht so viel. Noch nicht. Perfekt. Aufstieg, wow. Und meine Leben werden aufgefüllt dafür. Was so. Wow, it's coming this way. Ja, das war brauchbar.
Boah, das muss schon, ne? Oh, da habe ich einmal pariert, ey. Aber ich konnte nicht dagegen angreifen, also eigentlich nur abgelenkt. Kommt das E.T. nicht zur richtigen Ferrei mit dem Verrühren? Schade, ey. Okay. Mach nochmal. Einfach nicht auf die Reihe. Ich mich so weit. Okay, ich sollte schon. Ah, der ist wirklich dauernd gegangen jetzt. Und das hat wehgetan. Oh, what the fuck. Knack. Okay. Sieben Attributpunkte, ja. Okay. Interessant.
Alle Abschöpfung. So. Okay. Das Bonustalent erst auf der Seite Fähigkeiten. Ja, bin ich. Ja, sieht interessant aus. Was von dem Aufbau her. Ja, nur 25 Erfahrung von 1000. Ja, ich schätze mal, die Gebiete haben alles so einen optionalen Boss. Miniboss oder keine Ahnung, wie in actual Bossfight aussieht. Aber ja. Jetzt nach dem Tod kann ich nicht die Truhen wieder neu plündern, oder? Ey, das ist ja Budget. Ich speichere mal. Wie viele Runden das wohl hat? Stand. Das wird auch nicht näher erklärt, wie ich das bekomme. Oh, ich habe 44 Gegner erledigt. Genau 20 Samen benutzt, okay. Naja, 12 von 112 Schatztruhen. Naja. Habe ich da 3989. Was genau? Tutorial. Schmerzreaktion. System. Geschenk des Nexus. Wenn Hitler eine Schatzkiste in Alphys findet und öffnet, wird
sie von mächtiger magischer Energie erfüllt, eine dauerhafte Steigerung ihrer Werte oder besondere Gegenstände, nachdem sie genug Energie aus den Schatzkisten gesammelt hat. Okay. Cool. Sperre verfügen nicht nur über eine größere Angriffsreichweite, sondern erlauben es auch, gegnerische Angriffe zu kontern. Gegenangriffe sind mächtige Angriffe, die einen Gegner schnell besiegen. Wenn ein Angriff mit dem Speer pariert wird, erhält der kurze Digger einen Verteidigungseffekt. Ja. Ja, ich glaube, bei den nächsten Gegnern teste ich das jetzt mal aus. Aber ich wollte eigentlich wissen, was da rechts oben ist. Oder ist das sowas zum Verstehen? Das war geparried. Ich habe jetzt einfach 340 Schaden gemacht. Okay. Ja. Das war parieren. Das bei dem einen Wildschwein-Mini-Buster. Das war kein. Na, da habe ich jetzt kein einziges Mal geschafft zu parieren. Weil da hätte der Schaden dann anders ausgesehen. Ja, also den kann ich parieren anscheinend. Ach, da komme ich hier wieder, okay. Ja. Ah, wisst ihr sonst nichts mehr? Nicht, dass ich hier irgendwie was gesehen habe. Oh ne, dann geht's hier nochmal weiter. Oh, jetzt passiert was. So. Der erste Boss. Achso. Krokodil, okay. Ach, das eine war dann die Bestie, die ich erlegt habe. Geh jetzt an der Verschlänger. Oh, ja. Keep going until I can reach.
the Northwind Legion's mark on the hilt. Papa and the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. They must have already entered Aethys. Gigantisches Krokodil. Im Namen des Windes, ich habe noch nie so ein gigantisches Krokodil mit solchen Überfluss an magischer Energie gesehen. Was muss bloß mit Aphis geschehen sein, dass es eine solche Monstrosität hervorgebracht hat? Ottos Dolch steckt im Monster fest. Hier muss ein heftiger Kampf stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Vielleicht sind sie nicht allzu weit von hier. Ist die Waffe jetzt so eine Questwaffe? Ja, okay. Ja, ich denke mal. Das finde ich auch wirklich interessant. Man hat so fünf verschiedene. Ne, Moment, sechs. Die sechs verschiedenen Waffen, wo man zwei auswählen kann mit den Techniken und damit spielen kann. Und alles andere sind dann Fertigkeiten und Attribute, die man machen kann. Finde ich auch interessant gemacht, wirklich. Dass man von Anfang an direkt alle Waffenarten hat und man dazwischen zwei auswählen kann. Worauf man gerade Lust hat, ja. Da man halt wirklich interessante Kombos machen kann. Und dann auch verstärken und so, aber so weit muss ich erst noch spielen. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aethys. Ja, das war wohl das Tutorial oder das Prolog. They must have found a way to get in somewhere around here. Jetzt wird dann ein Tagebuch geschrieben. Der Rand. Magisches Wunder. Aphis. Papa und die anderen müssen sich hinter diesen gewaltigen massiven Mauern befinden. Ich komme näher, ich kann es fühlen. Grab der Nordwind-Legion, Archiveintrick, Schriftstücke. Auf dem Grab befinden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Nordwind-Legion, ausgehend von den Namen, die auf ihnen geschrieben stehen, handelt es sich um die letzte Ruhestätte von Haftor und Gunnars. Okay. This is the Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. Hathorin Gunnarsson. I don't know why you were buried here, but may the wind guide your souls. Na, was schreibt sie jetzt wieder in dein Tagebuch? Was war das jetzt? Was bist du denn? Kein Gegner oder so? Nee, und hier.
Hafter und Gunnus und Carla hat mir immer davon erzählt, wie sie sich um mich gekümmert und mir kleine Holztiere geschenkt haben im Nordwind. Ich hoffe wirklich, dass sie in ihren letzten Augenblicken nicht zu sehr gelitten haben. Was muss da noch alles passieren, ey? Keine Ahnung. Aber ich muss mal pinkeln und auch also eine kurze Pause. Bin gleich wieder da.
Okay, wieder da. Und ich muss jetzt schon sagen, das Spiel hat mich so überzeugt. Nach der kurzen Zeit, dass ich jetzt vermutlich ja am Wochenende mit weiter. Wo ich mehr Zeit habe. Und dann unter der Woche auf meinen zweiten Run in Wolong weiterziehen werde. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be... No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Hey, frag mich, ob ich da dann irgendwie zu einem geskripten Bossfight komme, wo ich halt nicht überleben kann. What the hell could have happened with Operation Ashwind? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them. Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please. I'll do anything. Ich kann da hoch, Leute. Aber ich werde jetzt sicher noch bis 21 Uhr durchspielen. Mal schauen. Oh Gott. Whoa! You better not fall in. I never did pass the Legion swimming test. I hate this feeling. Like the water's bottomless. Sieht auch so aus. Tagebuch eines Ausreißers. Das erste. Dieser wehrlose Kerl im Marble, der macht doch nichts anderes als das Kriegsrecht durchzusetzen. Wer weiß, ob er vor Aphis allein zu regieren. Kann er uns von Asterigus befreien? Wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand sich das Volk befindet und wie die Armee die Kontrolle über jegliche Gebiete verloren hat, dann würde ich sagen, dass Aphis für immer verloren ist. Glücklicherweise habe ich schon vor langer Zeit Vorbereitung getroffen. Ich werde diesen verfluchten Ort verlassen. Okay. Das ist nicht cool, okay. Sind die blauen Symbole wie Wegweiser? Ah, okay. Da kann ich runter. Da habe ich ein Seil, was ich nicht benutzen kann, okay. Hey, warte mal. Ist das Springen echt nur für den Kampf gedacht? Das sieht echt gruselig aus. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of magic? Ich mach nichts. Okay. Was ist das? What the? Let us out of here! Why can't we leave? The Archon has ordered that anyone who wants to leave Aphis must undergo strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave! I do not. You need to reapply for the pass. So go to the plaza and go... Image magic?
Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Echo der Vergangenheit. Ja, das war ein Echo. Wie viele davon gibt's denn? Okay, hier noch nur 1, nur 3. Ah, 60 Stück. Okay. Ja, da werden wir noch viel sehen. Wie diese Waffe geschmiedet wurde und an der Markierung am Griff ist zu sehen, dass sie zu einem Krieger der Nordwendlegion gehört. Wegen der einzigartigen Ausbildungsmethoden und der ungewöhnlichen Organisationsstruktur der Nordwendlegion besitzt jedes Mitglied eine speziell angefertigte Waffe, an deren Herstellungsprozess der Träger auch immer beteiligt war. Es handelt sich nicht einfach um eine einfache illusionäre Nachbildung der Vergangenheit. Selbst die Straßen sind perfekt erhalten. Vielleicht ist Aphis gar keine tote Stadt wie in den Gerüchten. Vielleicht leben hier noch Menschen. Okay. Das kann ich nicht so machen. Begebt euch tiefer in die Straßen von Aphis. Oh, das sieht noch ein Gegner. Oh ne, Moment, das könnte in Verbindung oder so. Stop right there. Wait, are you from Aphis? And from the looks of you, you're with the Northwind Legion, but a child. You know of the Northwind Legion? Have you seen any others? No time for that now. You're coming with me. Damn it! Yep. Was? Womit hat er mich jetzt getötet? Musste das jetzt passieren? Is she really a Northwind warrior? Looks like she's just a child. She also had this order on her, mistress. What's more, mistress, if you'll pardon my interruption, she's wearing that necklace. Very well. Let me examine her to check her magic synergy. Also kann man den
ihn gar nicht erledigen. She's awake. Good. We need to talk, outsider. Huh? What is this place? By the north wind? You all look... strange. Just who exactly are you? Are you Ephesians? Yes, we're Ephesians. Aristoi, to be precise. And it was I, Minerva, who gave the order to capture the Northwind Legion's men. Fortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things? Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. That's how I know you're no ordinary scout. You're also Harold's daughter. You? I'll take that as an admission. Moving on, then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. Yes, mistress. Human. As luck would have it, I'm looking for your new friend. No, not luck. I came for you. It's comforting to see you out and about, but please, stop any contact with Harold. He is of vital importance to me. Look at what you've made them do. Stop it, human. You brought chaos to the city. That is my intention. They are excellent in combat and make highly effective pawns. I plan to achieve my goal with the help of these outsiders. You're willing to destroy everything for your own agenda? Such hypocrisy coming from you. You know full well that this city is nothing but a fading illusion. Yes, a few soldiers die, but so what? Anyone who tries to stop me must pay. You go too far, human. Release those outsiders immediately. Your actions will bring danger to all of us. Pathetic. Do you honestly think I can be dissuaded by your scorn and raised voice? Our relationship is long, Harold. And as for Harold, he will not listen to you. He has no choice but to do what I ask. What's more, the outsiders are completely at my mercy. Is there any argument more clear? You can't help Harold, and you know it. He will not listen to you. To a certain degree, he is more tenacious than even me. Time is up. I've said all I am going to say, and I'll be taking my leave now. And Minerva, I think it would be best if we don't see each other again. Human! Father! What's the meaning of this? Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? Fragen wir Eumen Niedersus. Es klingt nicht so, als würde mein Vater freiwillig mit ihm zusammenarbeiten. Was hat das zu bedeuten? Er hat den Fluch über die Stadt gebracht und uns zu dem gemacht, was wir sind. Er hat das ganz allein in der Stadt angetan. Der ganzen Stadt angetan, okay. Aber soweit ich weiß, ist Aphis seit tausenden Jahren verflucht. Das heißt, ihr... Es ist genau wie ihr vermutet. Wir leben seit tausenden Jahren in diesen leidgeprüften Körpern. Moment, ihr lebt schon seit tausenden Jahren? Das ist unmöglich. Wenn ihr... Eumenidas ist zum jetzigen Zeitpunkt zweifellos Aphis schauster und gefährlichster Feind. Er hat das Pflichtgefühl eures Vaters gegenüber dem Thron ausgenutzt, um die Legion zu manipulieren und wollte verhindern, dass ich eine Möglichkeit zur Aufhebung des Fluchs suche.
Warum will er euch aufhalten? Welches Motiv hat er dafür? Was genau ist der Fluch und wie könnt ihr ihn loswerden? Ich verstehe, dass ihr schockiert seid, aber könnt ihr mit diesen Fragen warten? Warum? Ich habe doch noch gar nichts Persönliches gefragt. Ja, ich weiß, dass ihr mir noch misstraut, aber auch ich kann euch nicht völlig vertrauen. Ihr müsst zuerst euer Ansehen hier verbessern, bevor wir offener miteinander sein können. Meint ihr nicht auch? Okay, fragen wir, was mit dem Nordwind Legion geschehen ist. Sprecht bitte. Achso, ich muss gedacht haben. Was ist hier mit der Nordwind Legion geschehen? Die Banden in den schwarzen Straßen beobachten sie seit ihrer Ankunft. Die Streiteraxt nimmt gern fremde Gefangene, die sich in die Stadt wagen und benutzt sie für ihre Zwecke. Eure Legion ist entkommen, steckt aber nun in noch größeren Schwierigkeiten. Hat das etwas mit diesen Eumenides zu tun? Ja, alle Probleme hier haben mit ihm zu tun. Okay. Nach Geschichten. Menschen wie ihr, wie viel von euch gibt es in Alphys? Ihr denkt vermutlich auf ein verfluchtes Hütern, aber das ist nicht wahr. Es gibt noch viele Menschen, die versuchen, ein normales Leben zu finden. Es gibt Bürger, Soldaten und sogar örtliche Schlägerbanden. Okay. Allerdings können wir aufgrund der Magie die Stadt nicht verlassen. Warum? Das müsst ihr nicht wissen. Oder besser gesagt, ihr werdet es bald erfahren. Okay. So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me. And we'll discuss our plans for working together. Oh, ist das jetzt sowas wie mein Hauptquartier? Wo ich Sachen verstärken und so kann? Talent, ab sofort könnt ihr auswählen, welche Talente ihr entwickeln wollt, um bevorzugte Waffen und Fähigkeiten zu meistern. R1 oder L1 rotiert die Talentscheibe, um die Talentbaumseite zu wechseln. Okay. Die Zuflucht. Dies ist die Zuflucht einer von den Anhängern kontrollierter Region. Kontrollierte Region. In diesem Spiel ist hier ein sicheres Gebiet. Sprecht mit jeder Person in der Zuflucht, um mehr über Aphis zu erfahren. Minerva ist die Anführerin der Anhänger. Sie vergibt wichtige Missionen über die Kriegstafel, die euch einen Überblick über die Situation in einer großen Region von Aphis verschafft. Okay. Die Anhänger. Die Situation in Aphis ist komplizierter, als ich erwartet hatte, und ich fühle mich unwohl dabei, vor allem wegen des Mannes, der sich Eumenides nennt. Ich muss alle finden. Ich muss mit dem Aphissern zusammenarbeiten. Aphissern. Okay. How are you feeling? I was a bit dizzy when I came to, but I'm all right now. Impressive. Indeed, you do seem stronger than an average child. The Northwind Legion are hand-picked elite warriors. So you shouldn't have been comparing me to average children to begin with. That's not what I meant. Your aptitude for magic isn't very high, but your proficiency and solid movements surprised me. How about a formal introduction? I'm Bion, Mistress Minerva's guard captain. I'm in charge of work arrangements and operational command in the shelter.
I'm also the one who retrieved that echo you just listened to. Now then, aside from tips on how to defeat me, is there anything else you'd like to talk about? Bjorn, der Wachthauptmann. Bjorn ist der Hauptmann von Minervas Wache und somit für alle Soldaten der Anhänge verantwortlich. Er liefert euch Informationen zur Mission und dient auch als Kampfausbildungspartner. What do you want to know? Ha! Feel like sparring? Come, show me what Anbari warriors are made of. Well, this time. Okay. What do you want to know? Ha! Feel like sparring? Gegen starke Krieger trainieren. Come, show me what Anbari warriors are made of. Okay, das war erfolgreich repariert. Still have room for improvement. Okay. Yes. Ha. Feel like sparring? Mach ich zuerst das hier. Come, show me what Anbari warriors are made of. You still have room for improvement. Yeah, okay. What do you want to know? Ha! Feel like sparring? Come, show me what Anbari warriors are made of. Kann ich mal gegen verlieren, ey. You fought well this time. Laune. Kann man magiebegabte Krieger so einfach stunnen? Yes. Ha.
Feel like sparring? Bringt mir das, was ich hier alles geschafft habe. Come, show me what Anbari warriors are made of. Einmal muss ich noch verwirren können. Oder? You fought well this time. I serve Lady Minerva. Über ihn und die anderen gesprochen. Nach seiner Person war. Nicht mehr über euch erfahren. Ha, gerade heraus wie ein Soldat, das gefällt mir an euch. Früher war ich ein Centurio der Orphes-Legion. Später wurde ich durch eine Fügung des Schicksals zur Leibwache der Herren. Danach kam der Fluch über Orphes. Ich spürte, wie entschlossen die Herren waren, die Stadt zu retten, also beschloss ich mich den Anhängern an. Okay. Zu meiner täglichen Arbeit zieht die Ausbildung der Soldaten der Anhänger. Meine Funktion als Kommandant der Anhänger und vor allem der Kampf. Jeden Auftrag, der den Einsatz von Gewalt erfordert, führe ich persönlich aus. Okay. Das erinnert mich an die Nordwind-Legion. Wir sind keine gewöhnliche Armee, sondern eher die Ausführer der Mission des Königs. Die Tage gewöhnlicher Armeen sind längst gezählt, doch nichts kann die Bande zwischen Waffenbrüdern und Schwestern brechen. Wie er trainiert. Ihr seht ziemlich jung aus, wie seid ihr so stark geworden? Orphes legt großen Wert auf die Ausbildung von Militäroffizieren, daher müssen alle Aristoi von klein auf eine Ausbildung durchlaufen. Und wegen meiner Familie konnte ich nicht versagen. So bestand ich die Auswahl und stieg auf, bis ich schließlich Zenturier wurde. Ich glaube, dass wir nur durch regelmäßiges hartes Training perfekte Kampf- und Magiefertigkeiten entwickeln können. Ihr habt euch wirklich geschlagen, aber mit Waffen und Sternit auf unserer Seite werden es selbst die besten Ambari schwärmen gegen uns Afeser. Unterschätzt uns nicht. Unseren nächsten Kampf gewinne ich auf jeden Fall. Ihr seid ehrgeizig. Gut. Sonstiges. Über Aufwissbehörden. Nach dem Echo vor. Ich bin immer noch verwirrt, was dieses Echo angeht. Wie habt ihr sie bekommen? Tatsächlich sind wir selbst ziemlich verwirrt über das Auftauchen der Echos. Seit dem Ausbruch des Fluges ist sie mal.